Billionaire Elon Musk has warned that Apple devices, including iPhones, could be banned at his companies. Willkommen zu unserer Entdeckungsreise. Machen Sie sich bereit für einen Tech-Showdown. Elon Musk ist zurück im Rampenlicht und diesmal nimmt er es mit seinem mit Spannung erwarteten Tesla Model P mit der Smartphone-Branche auf. Nachdem er den Konflikt mit Apple angeheizt hat, ist Musk nun bereit, den Markt mit einem Gerät zu revolutionieren, das mit bahnbrechenden Funktionen und modernster Technologie ausgestattet ist. Wird das Pi-Telefon das iPhone, das Samsung Galaxy und das Google Pixel in den Schatten stellen? Musk behauptet kühn, dass es die Konkurrenz vernichten wird. Tauchen Sie mit uns in die bahnbrechende Welt des Tesla Model P ein und erfahren Sie, was dieses Telefon zu einem potenziellen Branchenumwälzer macht. Die Vision hinter dem Tesla Model Pi. Lassen Sie uns die Vision des Telefons besprechen, bevor wir uns den technischen Details zuwenden. Elon Musks Motivation war es schon immer, die Menschheit voranzubringen. Seine Mission war es schon immer, Spitzentechnologien zu entwickeln, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft haben, sei es durch den Bau von Elektroautos oder den Raketenflug zum Mars. Mit dem Tesla Model Pi versucht Musk, unser Verständnis und unsere Nutzung von Mobiltelefonen grundlegend zu verändern. Sein Ziel ist es, ein Gerät zu entwickeln, das nicht nur einwandfrei mit der Tesla-Umgebung funktioniert, sondern auch die Möglichkeiten eines Smartphones erweitert. Das Tesla Model Pi hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sieht. Es vereint die Funktionen eines Supercomputers, eines Kommunikationswerkzeugs und eines Portals in die Zukunft in einem Gerät. Musk hat immer wieder betont, dass das Ziel des Model Pi darin besteht, Nachhaltigkeit, KI und Konnektivität auf eine Weise zu kombinieren, wie es noch nie zuvor bei einem Telefon der Fall war, mit Funktionen, die jeden Konkurrenten auf dem Markt übertreffen sollen. Kann das Tesla Model P alles von der Gewinnung von Kryptowährungen bis hin zur Herstellung direkter Verbindungen mit Starlink-Satelliten kreieren und konstruieren? Ein Einblick in die Zukunft. Das Tesla Model Pi hat ein völlig neues Design, das sich von dem unterscheidet, was wir bisher gesehen haben. Musk und seine Gruppe haben eine minimalistische Strategie gewählt und sich für ein futuristisches, schlankes Erscheinungsbild entschieden, das eher an Spitzentechnologie als an ein herkömmliches Telefon erinnert. Für die Herstellung des Gehäuses des Model Pi wird eine einzigartige Legierung verwendet, die von Tesla entwickelt wurde. Diese Legierung ist nicht nur extrem robust, sondern auch Hitze, Kälte und sogar stoßfest. Das Telefon verfügt über ein fast rahmenloses Display, bei dem weder Anschlüsse, Tasten noch die Frontkamera sichtbar sind. Wie ist das möglich? Bisher haben nur wenige Hersteller diese Technologie ausprobiert. Die Frontkamera ist unter dem Display verborgen. Darüber hinaus wird das glatte und ununterbrochene Design des Model Pi durch die Verwendung berührungsempfindlicher Oberflächen an den Seiten des Telefons anstelle herkömmlicher Tasten ermöglicht. Das wohl bemerkenswerteste Designelement des Model Pi ist jedoch die Photochrom-Rückseite. Dies bedeutet, dass sich der Farbton des Telefons an die Stimmung oder die Umgebung des Benutzers anpassen kann, wodurch es ein dynamisches Aussehen erhält, das zu ihrem Stil passen könnte. Es handelt sich um eine einfache, aber wirklich großartige Funktion, die dem Telefon noch mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet. Innovative Technologien für Displays. Das Tesla Model Pi verfügt über ein fortschrittliches Display, das neue Maßstäbe für die Bilddarstellung setzt. Mit Unterstützung für 4K-Auflösung und HDR10+, bietet der 6,9 Zoll OLED-Bildschirm eine erstaunliche Klarheit und brillante Farben. Darüber hinaus hat Tesla Solar Glass, eine neuartige Bildschirmtechnologie, integriert. Diese Funktion, die das Telefon mit Hilfe von Sonnenlicht passiv auflädt, stammt aus der Solartechnologie von Tesla. Stellen Sie sich vor, Sie benötigen keine Kabel oder Pads, um Ihr Telefon aufzuladen. Wenn Sie es auf einem Couchtisch oder dem Armaturenbrett Ihres Autos liegen lassen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Komfort und Nachhaltigkeit. Nicht nur ein Marketingtrick. Darüber hinaus verfügt der Bildschirm über eine adaptive Bildwiederholfrequenz, die sich je nach Aktivität zwischen 10 Hz und 120 Hz ändert. Ob Sie ein Spiel spielen, einen Film ansehen oder in den sozialen Medien surfen. Das Display passt sich an, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Akkulaufzeit zu verlängern. Leistung. Eine neuartige Maßnahme. Das Tesla Model Pi ist mit der neuesten Verarbeitungstechnologie ausgestattet. Das Telefon wird von Teslas eigenem Chipsatz angetrieben,
der eine KI-Verarbeitungsleistung bietet, die weit über das hinausgeht, was derzeit in Premium-Smartphones verfügbar ist. Durch die perfekte Integration in die Software des Telefons bietet dieser Chipsatz eine blitzschnelle Leistung, Echtzeitverarbeitung künstlicher Intelligenz und eine unübertroffene Effizienz. Beim Tesla Model Pi können Sie zwischen 16 GB oder 32 GB RAM und bis zu 2 TB internem Speicher wählen, sodass Sie sich nie um Leistungs- oder Speicherprobleme sorgen müssen. Um die schnellsten verfügbaren Internetverbindungen bereitzustellen, unterstützt das Telefon auch 5G und Wi-Fi 6. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie eine Verbindung zu einem der Starlink-Satelliten von Tesla herstellen oder das Internet zu Hause oder unterwegs nutzen können. Die Leistung des Tesla Model Pi wird jedoch durch die Integration der Neuralink-Technologie erheblich verbessert. Diese Funktion, die sich noch in der Anfangsphase befindet, ermöglicht eine direkte Interaktion zwischen dem Gehirn des Benutzers und dem Telefon. Dies könnte möglicherweise die Art und Weise revolutionieren, wie wir mit unseren Geräten interagieren, indem wir Apps steuern, Nachrichten senden und sogar im Internet surfen, indem wir nur unsere Gedanken nutzen. Es handelt sich um ein futuristisches Konzept, das zwar noch nicht vollständig umgesetzt ist, aber die ehrgeizige Richtung aufzeigt, die Musk mit diesem Telefon einschlägt. Starlink-Konnektivität. Das Ende der Funklöcher. Eine der bahnbrechendsten Funktionen des Tesla Model Pi ist seine Fähigkeit, sich direkt mit Starlink-Satelliten zu verbinden, falls Sie damit nicht vertraut sind. Starlink ist eine von SpaceX entwickelte Satelliten-Internet-Konstellation, die darauf abzielt, weltweit einen Hochgeschwindigkeits-Internet-Zugang mit geringer Latenz bereitzustellen, selbst in abgelegenen und unterversorgten Gebieten. Mit der Starlink-Konnektivität beseitigt das Model Pi das Problem der Funklöcher und unzuverlässigen Mobilfunknetze. Ob Sie sich tief in der Wildnis, in einem Flugzeug oder auf einem Segelboot über dem Ozean befinden, das Tesla Model Pi sorgt dafür, dass Sie in Verbindung bleiben. Allein diese Funktion hebt das Model Pi von allen anderen Smartphones auf dem Markt ab, da kein anderes Gerät dieses Maß an Unabhängigkeit bei der Konnektivität bietet. Das bedeutet auch, dass das Tesla Model Pi als globales Telefon fungieren kann und eine nahtlose Kommunikation und einen Internetzugang überall auf der Welt ermöglicht, ohne dass internationale Roaming-Gebühren anfallen. Diese Funktion könnte unsere Einstellung zur mobilen Kommunikation grundlegend verändern. Camera. Die Smartphone-Fotografie neu definiert. Tesla ist seit jeher für seine fortschrittliche Technologie bekannt. Und das Kamerasystem des Model Pi bildet da keine Ausnahme. Das Telefon verfügt auf der Rückseite über eine Quad-Kamera-Konfiguration, die einen Hauptsensor mit 108 Megapixeln, ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 50 Megapixeln, ein Teleobjektiv mit 48 Megapixeln und 10-fachem optischen Zoom sowie einen Tiefensensor für den Porträtmodus umfasst. Diese Kameras arbeiten harmonisch zusammen und werden von Teslas KI angetrieben, um bei allen Lichtverhältnissen atemberaubende Fotos und Videos zu liefern. Die KI-Fähigkeiten des Kamerasystems sind das, was das Model Pi wirklich auszeichnet. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen für maschinelles Lernen kann das Telefon die Einstellungen automatisch in Echtzeit anpassen und so sicherstellen, dass Sie jedes Mal das perfekte Foto erhalten. Ganz gleich, ob Sie eine atemberaubende Landschaft, einen Nachthimmel voller Sterne oder ein Nahporträt aufnehmen, das Kamerasystem des Model Pi ist so konzipiert, dass jede Aufnahme professionell aussieht. Die Front Camera, die unter dem Display verborgen ist, verfügt außerdem über einen 48-Megapixel-Sensor mit fortschrittlicher Gesichtserkennungstechnologie. Dies ermöglicht ein sicheres Entsperren und atemberaubende Selfies, ohne die Ästhetik des Displays zu beeinträchtigen. Für Videofans unterstützt das Model Pi 8K-Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde. Komplett mit Echtzeitstabilisierung und Kinomodus für einen professionellen Touch. Akkulaufzeit. Leistung. Die anhält. Die Akkulaufzeit war schon immer ein bedeutender Schwachpunkt bei Smartphones. Aber das Tesla Model Pi wird das ändern. Ausgestattet mit einem massiven 7000 mAh Akku verspricht das Model Pi bis zu 3 Tage bei mäßiger Nutzung mit einer einzigen Ladung. Und dank der proprietären Schnellladetechnologie von Tesla kann das Telefon in weniger als 30 Minuten von 0 auf 100% aufgeladen werden. Aber was den Akku des Model Pi wirklich auszeichnet, ist seine Integration in Solarglas. Diese Solarladefunktion bedeutet,
dass sich das Telefon unter den richtigen Bedingungen den ganzen Tag über selbst aufladen kann, wodurch die Akkulaufzeit verlängert und die Notwendigkeit häufiger Ladevorgänge verringert wird. Für alle, die ständig unterwegs sind, könnte dies eine bahnbrechende Neuerung sein. Darüber hinaus unterstützt das Model Pi das kabellose Laden und das umgekehrte kabellose Laden, sodass Sie andere Geräte direkt über Ihr Telefon aufladen können. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre kabellosen Ohrhörer, Ihre Smartwatch oder sogar ein anderes Telefon mit Ihrem Model Pi aufladen. Dies ist nicht nur ein Telefon. Es ist eine tragbare Stromstation. Sicherheit und Datenschutz. Musks. Antwort auf Big Tech. Elon Musk hat sich lautstark darüber beschwert, wie große Technologieunternehmen mit Nutzerdaten umgehen. Und mit dem Tesla Model Pi bezieht er Stellung. Das Telefon ist standardmäßig mit einer End-to-End-Verschlüsselung ausgestattet, die alles von Anrufen und Textnachrichten bis hin zu E-Mails und App-Daten abdeckt. Ihre persönlichen Daten werden sicher auf dem Gerät gespeichert. Und Tesla garantiert, dass sie niemals verkauft oder an Dritte weitergegeben werden. Tesla führt außerdem eine neue Funktion namens Tesla Vault ein, die eine sichere Umgebung für sensible Daten auf Ihrem Telefon bietet. Ob Passwörter, Bankdaten oder persönliche Dokumente, Tesla Vault hält Ihre Daten mit fortschrittlichen Verschlüsselungsmethoden unter Verschluss. Der Zugriff auf den Tresor ist nur mit einer Kombination aus biometrischer Verifizierung und einer Passphrase möglich, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre wichtigsten Informationen sicher bleiben. Teslas Engagement für den Datenschutz geht noch weiter. Das Model Pi läuft auf einer benutzerdefinierten Version des Tesla-Betriebssystems, das darauf ausgelegt ist, die Datenerfassung einzuschränken und den Benutzern mehr Kontrolle über ihre Datenschutzeinstellungen zu bieten. Im Gegensatz zu anderen Smartphone-Betriebssystemen, die jede ihrer Bewegungen verfolgen, legt das Tesla-Betriebssystem den Schwerpunkt auf die Zustimmung der Benutzer und Transparenz. Integration in das Tesla-Ökosystem. Wie zu erwarten, ist das Tesla Model Pi so konzipiert, dass es sich nahtlos in andere Tesla-Produkte integrieren lässt. Egal, ob Sie ein Tesla-Fahrzeug oder eine Powerwall besitzen oder die Solarprodukte von Tesla nutzen. Das Model Pi kann als zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Geräte dienen. Das bedeutet, dass Sie Ihr Auto steuern, den Energieverbrauch Ihres Hauses überwachen und sogar auf Ihre Tesla-Versicherungsinformationen zugreifen können, alles von einem Gerät aus. Eine der herausragenden Funktionen ist die Möglichkeit, das Model Pi als Schlüssel für Ihr Tesla-Auto zu verwenden. Mit einem einfachen Fingertipp kann das Telefon Ihr Auto entriegeln, starten und sogar Ihre bevorzugten Fahreinstellungen vornehmen. Dies alles wird durch die hochsichere Bluetooth-Technologie von Tesla ermöglicht, die sicherstellt, dass nur Ihr Telefon auf Ihr Auto zugreifen kann. Darüber hinaus ist das Model Pi in den Autopiloten und die vollständige Selbstfahrsoftware von Tesla integriert, sodass Sie Ihr Auto über Ihr Telefon rufen, Ziele festlegen oder sogar den Status Ihres Fahrzeugs aus der Ferne überprüfen können. Für Tesla-Besitzer ist das Model Pi mehr als nur ein Smartphone. Es ist eine Erweiterung Ihres gesamten Tesla-Erlebnisses. Die Ökosystemstrategie von Tesla, eine einheitliche Zukunft. Bei der langfristigen Strategie von Elon Musk mit dem Tesla Model Pi geht es nicht nur um den Verkauf von Smartphones. Es geht um die Schaffung eines einheitlichen Tesla-Ökosystems. Durch die branchenübergreifende Integration von Produkten und Dienstleistungen baut Tesla ein umfassendes Netzwerk auf, das von einem einzigen Gerät aus verwaltet und gesteuert werden kann, dem Model Pi. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr Auto, Ihr Zuhause, Ihre Energieversorgung und sogar Ihre Unterhaltung über eine einzige Plattform miteinander verbunden sind. Das Model Pi ist der erste Schritt in diese Zukunft. Mit seinen nahtlosen Integrationsmöglichkeiten positioniert sich Tesla nicht nur als Autohersteller, sondern auch als Lifestyle-Marke, die ein umfassendes, vernetztes Erlebnis bietet. Gaming und Unterhaltung, ein mobiles Kraftpaket. Mit seiner leistungsstarken Hardware und dem maßgeschneiderten Betriebssystem von Tesla ist das Model Pi auch auf dem besten Weg, ein Kraftpaket für Gaming und Unterhaltung zu werden. Das Telefon unterstützt Cloud Gaming und kann direkt mit dem In-Car-Entertainment-System von Tesla verbunden werden, sodass Sie unterwegs oder sogar in Ihrem Tesla-Fahrzeug Spiele in hoher Qualität spielen können. Mit einer wachsenden Bibliothek von Spielen, die für das Model Pi optimiert sind, richtet sich Tesla nicht nur an Gelegenheitsspieler, sondern möchte auch ernsthafte Gamer ansprechen, die ein erstklassiges mobiles Erlebnis wünschen.
Neben Spielen bietet das Model Pi eine Reihe von Unterhaltungsoptionen. Darunter High Fidelity Musik Streaming, Video Streaming in 4K und Zugang zu exklusiven Tesla-Inhalten. Ob Sie einen Film ansehen, Ihre Lieblingsmusik hören oder die neuesten Podcasts anhören. Das Model Pi bietet ein beeindruckendes Erlebnis, das schwer zu übertreffen ist. KI und Smart Assistant, eine neue Art der Interaktion. Das Tesla Model Pi ist nicht einfach nur ein weiteres Smartphone, sondern ein KI-gestützter Assistent, der ständig dazulernt und sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Das auf der KI-Infrastruktur von Tesla basierende Telefon verfügt über einen intelligenten Assistenten, der mehr kann als nur einfache Sprachbefehle auszuführen. Er lernt Ihre Gewohnheiten kennen, sagt Ihre Bedürfnisse voraus und kann Aufgaben basierend auf Ihren Präferenzen automatisieren. So kann das Model Pi beispielsweise Ihre Telefoneinstellungen automatisch an Ihren Standort, Ihren Zeitplan oder Ihre Aktivität anpassen. Auf dem Weg zu einem Meeting? Das Telefon kann Benachrichtigungen stumm schalten, den Bildschirm dimmen und den Nicht-Stören-Modus aktivieren, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Gehen Sie joggen? Das Telefon kann automatisch mit der Aufzeichnung Ihres Trainings beginnen, Ihre Lauf-Playlist abspielen und sogar Wetter-Updates in Echtzeit bereitstellen. Der Assistent ist außerdem tief in das Tesla-Ökosystem integriert und ermöglicht eine nahtlose Steuerung Ihrer Tesla-Produkte über Sprach- oder Textbefehle. Ob Sie Ihr Telefon bitten, die Temperatur in Ihrem Tesla-Auto einzustellen, das Licht zu Hause einzuschalten oder den Status Ihrer Solarmodule zu überprüfen, das Model Pi macht es möglich. Zukunftssicherheit, bereit für die Zukunft. Eines der wichtigsten Verkaufsargumente des Tesla Model Pi ist sein Fokus auf Zukunftssicherheit. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter und Tesla hat das Model Pi mit Blick auf Modularität und Aufrüstbarkeit entwickelt. Das bedeutet, dass das Telefon so konzipiert ist, dass es zukünftige Hardware-Upgrades aufnehmen kann, sei es ein neuer Prozessor, mehr Speicher oder sogar neue Sensoren. Software-Updates sind ein weiterer entscheidender Aspekt der Zukunftssicherheit. Und Tesla plant, regelmäßige Updates für das Model Pi herauszubringen, die neue Funktionen, Verbesserungen und Sicherheitserweiterungen bringen. Mit seinen robusten KI-Fähigkeiten ist das Telefon auch in der Lage, zu lernen und sich an neue Technologien anzupassen, sobald diese auf den Markt kommen, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Gerät auch in den kommenden Jahren auf dem neuesten Stand bleibt. Preisgestaltung und Verfügbarkeit – ein disruptiver Ansatz. Elon Musk hat sich bei der Preisgestaltung immer zum Ziel gesetzt, revolutionäre Technologie für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Und das Tesla Model Pi bildet da keine Ausnahme. Trotz seiner fortschrittlichen Funktionen ist es Tesla gelungen, den Preis wettbewerbsfähig zu halten und viele der High-End-Flaggschiff-Telefone auf dem heutigen Markt zu unterbieten. Diese aggressive Preisstrategie zielt darauf ab, schnell Marktanteile zu gewinnen und die etablierten Akteure in der Smartphone-Branche zu stören. Das Model Pi soll weltweit erhältlich sein. Vorbestellungen werden in Kürze entgegengenommen. Tesla plant. Sein bestehendes Vertriebsnetz, einschließlich der Tesla-Stores und Online-Verkaufskanäle, zu nutzen, um die Verbraucher direkt zu erreichen. Dieser Ansatz senkt nicht nur die Kosten, sondern ermöglicht es Tesla auch, eine engere Beziehung zu seinen Kunden zu pflegen. Tesla Model Pi. Disruption auf dem Smartphone-Markt. Die Einführung des Tesla Model Pi wird den Smartphone-Markt revolutionieren. Und es geht nicht nur darum, einen neuen Akteur zu haben, sondern darum, das Spiel neu zu definieren. Jahrelang haben Apple, Samsung und Google diesen Bereich dominiert und mit jeder neuen Version schrittweise Updates und bescheidene Verbesserungen angeboten. Der Ansatz von Elon Musk für das Model Pi ist jedoch grundlegend anders. Es geht nicht nur darum, mehr Funktionen einzubauen, sondern eine völlig neue Art der Interaktion mit Technologie zu entwickeln. Einer der auffälligsten Aspekte des Model Pi ist seine direkte Herausforderung für die etablierten Geschäftsmodelle bestehender Technologiegiganten. Traditionell haben sich Unternehmen wie Apple und Google stark auf App Stores und Service-Abonnements als Haupteinnahmequellen verlassen. Musk hat jedoch eine offenere, weniger restriktive Plattform angedeutet, die Innovation und Benutzerfreiheit fördert. Durch die Umgehung der Notwendigkeit eines streng kontrollierten App-Ökosystems positioniert Tesla das Model Pi als flexibleres und benutzerorientierteres Gerät. Dieser Schritt könnte Wettbewerber dazu zwingen, ihre Strategien zu überdenken und sie dazu drängen, aggressiver zu innovieren und den Verbrauchern mehr Wert zu bieten.
Für die Nutzer bedeutet dies eine mögliche Abkehr von geschlossenen Ökosystemen und eine Hinwendung zu einer offeneren, vernetzten digitalen Welt. Im Wesentlichen bringt Tesla nicht nur ein Telefon auf den Markt, sondern setzt neue Maßstäbe dafür, was Nutzer von ihren Geräten erwarten sollten. Der vielleicht zukunftsweisendste Aspekt des Tesla Model Pi ist seine potenzielle Integration mit Neuralink. Die Neuralink-Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber die Möglichkeit eines Smartphones, das direkt mit dem menschlichen Gehirn verbunden werden kann, ist sowohl aufregend als auch beängstigend. Durch die Integration von Neuralink könnte das Model Pi als Erweiterung unseres Geistes fungieren und ein beispielloses Maß an Kontrolle und Interaktion ermöglichen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Nachrichten verfassen, durch Apps navigieren oder Smart-Home-Geräte steuern, indem Sie einfach daran denken. Die Möglichkeiten für Barrierefreiheit sind besonders vielversprechend, da diese Technologie Menschen mit Behinderungen neue Wege bieten könnte, mit der Welt um sie herum zu interagieren. Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen könnte das Model Pi mehr als nur ein Telefon sein. Es könnte eine Lebensader zu mehr Unabhängigkeit sein. Die ethischen und datenschutzrechtlichen Auswirkungen einer solchen Technologie dürfen jedoch nicht übersehen werden. Direkte Gehirn-Maschine-Schnittstellen werfen Fragen zur Datensicherheit, zur Einwilligung und zum Missbrauchspotenzial auf. Elon Musk und sein Team müssen diese Bedenken direkt angehen, um sicherzustellen, dass die Integration von Neuralink sicher ist und die Privatsphäre der Benutzer respektiert wird. Mögliche Herausforderungen und Marktbarrieren. Das Tesla Model Pi steckt zwar voller Innovationen, ist aber nicht ohne Herausforderungen. Der Einstieg in den Smartphone-Markt ist bekanntermaßen schwierig, selbst für ein so innovatives Unternehmen wie Tesla. Der Markt ist stark gesättigt, mit etablierten Akteuren, die über eine hohe Markentreue und Marktanteile verfügen. Um sich eine Nische zu erobern, muss Tesla nicht nur Technikbegeisterte von den Vorzügen des Model Pi überzeugen, sondern auch Mainstream-Verbraucher ansprechen, die an ihre aktuellen Geräte gewöhnt sind. Darüber hinaus ist die Integration des Model Pi in das breitere Tesla-Ökosystem zwar ein Verkaufsargument für aktuelle Tesla-Nutzer, kann aber für diejenigen, die mit den Produkten von Tesla nicht vertraut sind, eine Lernkurve darstellen. Einen Samsung- oder Apple-Anhänger davon zu überzeugen, auf ein Tesla-Telefon umzusteigen, könnte schwierig werden, insbesondere wenn er keine anderen Tesla-Produkte besitzt. Ein weiteres potenzielles Hindernis sind die hohen Erwartungen, die mit der Marke Tesla einhergehen. Die Verbraucher werden nicht nur nach einem guten Telefon suchen, sondern ein revolutionäres Gerät erwarten, das den ehrgeizigen Versprechen von Musk gerecht wird. Jegliche wahrgenommenen Mängel, sei es bei der Softwareleistung, der Kameraqualität oder der Akkulaufzeit, könnten durch die intensive Prüfung, die mit dem nächsten großen Ding von Elon Musk einhergeht, noch verstärkt werden. Auch die Logistik der Lieferkette könnte eine Herausforderung darstellen. Tesla muss bereits die hohe Nachfrage nach seinen Fahrzeugen und Energieprodukten bewältigen. Und wenn ein Smartphone hinzukommt, wird dies die Produktionskapazitäten belasten. Entscheidend für den Erfolg wird sein, dass das Model Pi bei der Markteinführung verfügbar ist und die Qualitätserwartungen erfüllt. Was den Wettbewerb betrifft, so wird das Tesla Model Pi mit Branchenriesen wie Apple, Samsung und Google konkurrieren. Jedes dieser Unternehmen hat seine eigenen Stärken. Apples nahtloses Ökosystem und Markentreue. Samsungs innovative Hardware und Displays und Googles Software und KI-Fähigkeiten. Um erfolgreich zu sein, muss das Model Pi den Verbrauchern einen überzeugenden Grund bieten, zu wechseln. Teslas Strategie scheint auf der Differenzierung durch einzigartige Merkmale wie Starlink-Konnektivität, Solarglasaufladung und potenzielle Neuralink-Integration zu beruhen. Diese Funktionen sind nicht nur inkrementelle Verbesserungen. Sie stellen neue Funktionalitäten dar, die aktuelle Telefone einfach nicht bieten. Dieser Ansatz könnte Teslas Trumpf sein und denjenigen, die einen Wechsel in Betracht ziehen, einen klaren und greifbaren Vorteil bieten. Ein weiteres potenzielles Unterscheidungsmerkmal ist der Preis. Während die Flaggschiff-Handys von Apple und Samsung regelmäßig die $1000-Marke überschreiten, hat Musk angedeutet, dass das Model Pi zu einem wettbewerbsfähigeren Preis angeboten werden könnte. Durch die Unterbietung der Konkurrenz beim Preis und das Angebot überlegener Technologie könnte Tesla ein breites Publikum von Verbrauchern ansprechen, die ein hochwertiges Handy ohne Premiumpreis suchen. Ein wichtiger Bestandteil der Attraktivität des Tesla Model Pi ist sein neues Betriebssystem, Tesla OS.
Im Gegensatz zu Android oder iOS wurde Tesla OS von Grund auf so konzipiert, dass es so intuitiv und effizient wie möglich ist. Wobei der Schwerpunkt auf KI und benutzerzentriertem Design liegt. Es ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in die bestehenden Produkte von Tesla integrieren lässt und eine einheitliche Benutzererfahrung auf allen Geräten bietet. Tesla OS zielt darauf ab, unnötige Komplexität und Aufblähung zu beseitigen und eine saubere, schnelle und reaktionsschnelle Benutzeroberfläche zu bieten. Erste Vorschauen deuten darauf hin, dass Tesla OS eine tiefgreifende Integration mit Sprach- und Gestensteuerung bieten wird, wodurch die Notwendigkeit des ständigen Tippens auf dem Bildschirm reduziert wird. Dies könnte eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise darstellen, wie Benutzer mit ihren Telefonen interagieren. Und das Model Pi nicht nur zu einem weiteren Gerät, sondern zu einem wirklich intelligenten Assistenten machen. Darüber hinaus soll Tesla OS robuste Sicherheitsfunktionen enthalten, darunter Verschlüsselung auf Hardware-Ebene und KI-gesteuerte Bedrohungserkennung. In einer Zeit, in der Datenschutzverletzungen und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes weit verbreitet sind, könnten diese Sicherheitsmaßnahmen Verbrauchern, die zögern, ihre persönlichen Daten einer neuen Plattform anzuvertrauen, ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Ein Fokus auf Nachhaltigkeit. Elon Musk war schon immer ein Verfechter der Nachhaltigkeit. Und das Tesla Model Pi bildet da keine Ausnahme. Neben seinen Solarladefunktionen ist das Telefon aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt und auf Langlebigkeit ausgelegt. Die für die Konstruktion des Telefons verwendete proprietäre Legierung ist nicht nur widerstandsfähig, sondern auch recycelbar, was mit Teslas umfassender Mission zur Reduzierung der Umweltbelastung übereinstimmt. Die Solar Glass Funktion, die es dem Telefon ermöglicht, sich durch Umgebungslicht aufzuladen, ist ein Meilenstein in Bezug auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks des Geräts. Dies könnte die Lebensdauer des Akkus des Telefons erheblich verlängern, wodurch die Häufigkeit der Ladezyklen und damit die Anzahl der über die Lebensdauer des Geräts benötigten Akkus reduziert wird. Teslas Ansatz bei der Verpackung dürfte ebenfalls umweltbewusst sein, da recycelbare Materialien und minimalistische Verpackungen zur Abfallreduzierung eingesetzt werden sollen. Für Verbraucher, die sich zunehmend Gedanken über die Umweltauswirkungen ihrer Einkäufe machen, bietet das Model P eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Smartphones. Das Tesla-Ökosystem, eine Vision der vollständigen Integration. Einer der überzeugendsten Aspekte des Tesla Model P ist seine Rolle innerhalb des umfassenderen Tesla-Ökosystems. Für Tesla ist das Model Pi mehr als nur ein Telefon. Es ist eine zentrale Drehscheibe, die alle Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens miteinander verbindet. Diese Ökosystemstrategie erinnert an den Ansatz von Apple. Aber Teslas Vision geht weit über die persönliche Elektronik hinaus. Das Model P wird als Brücke zwischen den Automobilprodukten von Tesla, Energielösungen und zukünftigen Innovationen wie autonomen Robotern und KI dienen. Diese Integrationsebene bietet den Benutzern ein nahtloses Erlebnis, da sie alles von den Einstellungen ihres Fahrzeugs bis hin zum Energieverbrauch ihres Hauses von einem einzigen Gerät aus verwalten können. Die Fähigkeit des Model Pi, als digitaler Schlüssel für Tesla-Fahrzeuge zu fungieren, erhöht nicht nur den Komfort, sondern ebnet auch den Weg für neue Funktionen wie personalisierte Fahreinstellungen, die sich automatisch an das Profil des Benutzers anpassen. Ebenso ermöglicht die Integration des Telefons in die Solar- und Energieprodukte von Tesla die Echtzeitüberwachung und Verwaltung des Energieverbrauchs zu Hause und macht so ein nachhaltiges Leben leichter zugänglich. KI und Automatisierung – ein neues Maß an Komfort. Elon Musks Vision für das Tesla Model Pi legt einen starken Schwerpunkt auf KI und Automatisierung. Der KI-gesteuerte Assistent des Telefons ist so konzipiert, dass er aus dem Benutzerverhalten lernt, Bedürfnisse vorhersagt und Aufgaben auf eine Weise automatisiert, die sich intuitiv und natürlich anfühlt, im Gegensatz zu aktuellen Sprachassistenten, die oft spezifische Befehle erfordern. Zielt die KI des Model Pi darauf ab, Kontext und Absicht zu verstehen, wodurch Interaktionen reibungsloser und effizienter werden. So könnte die KI beispielsweise proaktiv vorschlagen, aufgrund von Echtzeitverkehrsdaten früher zu einem Termin aufzubrechen, automatisch Erinnerungen auf der Grundlage von E-Mail-Inhalten festlegen oder sogar die Einstellungen für das Smart Home auf der Grundlage ihres Tagesablaufs anpassen. Diese Automatisierungsebene geht über die einfache Aufgabenverwaltung hinaus und bietet ein wirklich personalisiertes Erlebnis,
das sich an jeden Benutzer anpasst. Darüber hinaus erstrecken sich die KI-Fähigkeiten des Model Pi auch auf sein Kamerasystem. Bei dem Echtzeit-Bildverarbeitung und maschinelle Lernalgorithmen zusammenarbeiten, um Fotos und Videos automatisch zu verbessern. Dies erleichtert nicht nur das Aufnehmen des perfekten Bildes, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für den kreativen Ausdruck. Sicherheitsbedenken und Teslas Ansatz zum Datenschutz. Fortschrittliche Technologien bringen neue Sicherheitsherausforderungen mit sich. Und das Tesla Model Pi ist da keine Ausnahme. Da Smartphones immer stärker in unser Leben integriert werden, wird der Bedarf an robusten Sicherheitsmaßnahmen immer wichtiger. Tesla ist sich dieser Bedenken bewusst und hat die Sicherheit bei der Entwicklung des Model Pi zur obersten Priorität gemacht. Die Hardware des Telefons umfasst einen dedizierten Sicherheitschip, der Verschlüsselung, biometrische Daten und sichere Bootprozesse verwaltet. Dadurch wird sichergestellt, dass sensible Informationen wie Zahlungsdaten und persönliche Dateien vor unbefugtem Zugriff geschützt bleiben. Der Sicherheitsansatz von Tesla umfasst auch regelmäßige Software-Updates, die Schwachstellen beheben und das Gerät vor neu auftretenden Bedrohungen schützen. Einer der einzigartigsten Aspekte der Sicherheitsstrategie von Tesla ist die Integration einer KI-gesteuerten Bedrohungserkennung. Dieses System überwacht ständig ungewöhnliche Aktivitäten, warnt Benutzer vor potenziellen Risiken und ergreift proaktive Maßnahmen, um diese zu mindern. Dies geht über herkömmliche Antivirensoftware hinaus und bietet einen dynamischeren und reaktionsschnelleren Ansatz für die mobile Sicherheit. Darüber hinaus hat sich Tesla zu einer starken Haltung in Bezug auf den Datenschutz der Nutzer verpflichtet. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, die auf Werbeeinnahmen und Datenmonetarisierung setzen, hat Tesla nicht vor, Nutzerdaten zu sammeln oder zu verkaufen. Dieses Engagement für den Datenschutz steht im Einklang mit Elon Musks umfassenderer Philosophie, den Nutzern die Kontrolle über ihre eigenen Informationen zu geben, was das Model Pi zu einer attraktiven Wahl für datenschutzbewusste Verbraucher macht. Eines der herausragenden Merkmale des Tesla Model Pi ist seine Integration mit Starlink, dem Satelliten-Internetdienst von SpaceX. Dabei geht es nicht nur um schnelleres oder zuverlässigeres Internet, sondern um eine grundlegende Veränderung der Art und Weise, wie wir uns mit der Welt verbinden. Starlink bietet eine globale Abdeckung. Was bedeutet, dass ein Smartphone zum ersten Mal praktisch überall auf der Welt einen zuverlässigen Internetzugang bieten könnte. Für ländliche und abgelegene Gebiete mit begrenzter oder fehlender Konnektivität könnte dies eine Wende bedeuten. Es eröffnet neue Möglichkeiten für Bildung, Handel und Kommunikation und verringert effektiv die digitale Kluft, die seit langem zwischen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung besteht. Die Auswirkungen auf Entwicklungsländer sind besonders bedeutend, da Starlink die Infrastruktur bereitstellen könnte, die für die Unterstützung von Wirtschaftswachstum und Innovation in Regionen erforderlich ist, die in der Vergangenheit vernachlässigt wurden. Darüber hinaus eignet sich die latenzarme Verbindung von Starlink perfekt für Echtzeitanwendungen wie Spiele, Videokonferenzen und die Kommunikation autonomer Fahrzeuge. Da das Model Pi diese Technologie nutzt, wird es nicht nur alltägliche Aufgaben erleichtern, sondern auch neue Anwendungsfälle ermöglichen, die bisher durch herkömmliche Mobilfunknetze eingeschränkt waren. Eine neue Ära persönlicher Geräte, die über Smartphones hinausgeht. Das Tesla Model Pi ist mehr als nur der nächste Schritt in der Smartphone-Evolution. Es ist ein Blick in eine Zukunft, in der persönliche Geräte integrierter, intelligenter und anpassungsfähiger sind als je zuvor. Musks Vision geht über das Gerät in ihrer Hand hinaus. Es geht darum, ein Netzwerk vernetzter Technologien zu schaffen, die nahtlos zusammenarbeiten, um unser Leben zu verbessern. Das Potenzial dieser Technologie geht weit über Telefone hinaus. Während Tesla weiterhin innovativ ist, können wir davon ausgehen, dass es weitere Produkte geben wird, die die Grenzen dessen, was persönliche Geräte leisten können, erweitern. Ob es sich um intelligente Brillen, tragbare Technologie oder völlig neue Gerätekategorien handelt, Teslas Engagement für die Integration von KI, erneuerbaren Energien und fortschrittlicher Konnektivität wird die Landschaft der Unterhaltungselektronik wahrscheinlich neu definieren. Die weitreichenden Auswirkungen der Neudefinition von Branchenstandards, Elon Musks Vorstoß in den Smartphone-Markt mit dem Tesla Model Pi, werden sich wahrscheinlich auf mehrere Branchen auswirken. Für den Technologiesektor setzt dies einen neuen Standard für das, was Verbraucher in Bezug auf Innovation, Integration und Nachhaltigkeit erwarten können.
Die Wettbewerber werden gezwungen sein, sich anzupassen, was zu einer neuen Welle technologischer Fortschritte führen wird, von denen alle profitieren könnten. In der Automobilindustrie unterstreicht die tiefe Integration des Model Pi in die Fahrzeuge von Tesla die wachsende Bedeutung von Software und Konnektivität für das Fahrerlebnis. Je vernetzter Autos werden, desto mehr verschwimmt die Grenze zwischen Automobil- und Technologieunternehmen, was zu neuen Partnerschaften und Innovationen führt. Für den Energiesektor unterstreicht die Betonung des Model Pi auf Solarladung und nachhaltige Materialien die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten. Dies könnte die Einführung von Lösungen für erneuerbare Energien auf breiter Front beschleunigen, da Unternehmen versuchen, sich an den Werten der Verbraucher auszurichten. Schließlich könnte das Model Pi auch politische und regulatorische Diskussionen über Technologie, Datenschutz und KI beeinflussen. Während Regierungen mit den Auswirkungen der sich schnell entwickelnden Technologie ringen, könnte Teslas Ansatz in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit und ethische KI als Vorbild für andere dienen. Pi ist mehr als nur ein neues Smartphone. Es ist eine kühne Vision der Zukunft, in der Technologie intelligenter, nachhaltiger und integrierter ist als je zuvor. Elon Musks neueste Innovation verspricht, den Smartphone-Markt aufzumischen, etablierte Akteure herauszufordern und die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Mit seinen bahnbrechenden Funktionen, der nahtlosen Integration in das Ökosystem von Tesla und dem Engagement für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer und Nachhaltigkeit konkurriert das Model Pi nicht nur mit anderen Fälschungen, sondern definiert neu, was ein Telefon sein kann. Während Tesla die Markteinführung dieses revolutionären Geräts fortsetzt, wird deutlich, dass das Model Pi nicht nur eine Produkteinführung ist, sondern der Beginn einer neuen Ära in der persönlichen Technologie. Die Zukunft der Smartphones ist da und mit ihr das Versprechen einer stärker vernetzten, intelligenteren und nachhaltigeren Welt. Willkommen im nächsten Kapitel der technologischen Evolution. Willkommen beim Tesla Model Pi. Unser Gehirn ist unglaublich. Es verbindet Gedanken, Lernen und Emotionen und hilft uns, komplexe Ideen anzugehen und uns wichtige Informationen zu merken. Stellen Sie sich Ihren Geist als eine Tanzfläche vor, auf der die Intelligenz fließt und sich an die Herausforderungen des Lebens anpasst. Emotionen wie Selbstbewusstsein und Motivation leiten uns und verleihen unseren kognitiven Fähigkeiten Tiefe. Wenden wir uns nun der künstlichen Intelligenz, KI, zu, dem Versuch der Tech-Welt, unsere geistigen Fähigkeiten zu replizieren. Während sich die menschliche Intelligenz im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, strebt die KI nach schnellen Lösungen, die zwar effizient sind, aber nicht über die emotionale Nuancierung verfügen, die wir besitzen. Die Geschichte der KI reicht bis in die Antike zurück, als Philosophen über das menschliche Denken nachdachten. In den 1940er Jahren lösten programmierbare Computer die KI-Revolution aus. 1956 versammelten sich Pioniere am Dartmouth College, angetrieben von der Hoffnung auf Maschinen, die menschliche Intelligenz imitieren könnten. Finanzierungskürzungen in den 1970er Jahren führten jedoch zu einem KI-Winter, der den Fortschritt bis zu einer Wiederbelebung in den späten 1980er Jahren, angetrieben durch neue Investitionen, zum Stillstand brachte. Das 21. Jahrhundert brachte eine Renaissance der KI, die durch maschinelles Lernen und riesige Datensätze angetrieben wurde. Zu den bedeutenden Meilensteinen gehören der Sieg von IBMs Deep Blue über Schachweltmeister Garry Kasparov im Jahr 1997 und der Sieg von Watson über die Jeopardy Champions im Jahr 2011. Überraschenderweise hat sich die KI auch in der Kreativität versucht und mit Hilfe von Generative Adversarial Networks, GANs, Kunst geschaffen. Aber kann KI wirklich so fühlen wie wir? Während einige über das Potenzial von KI für Selbstbewusstsein spekulieren, sind sich Experten einig, dass der aktuellen KI echte Emotionen fehlen. Sie ist darauf ausgelegt, Daten schnell zu verarbeiten und dabei die menschlichen Fähigkeiten zur Problemlösung zu übertreffen. Jedoch ohne echte emotionale Tiefe. Die Debatte geht weiter. Und Philosophen erforschen die Definition von Empfindungsvermögen. KI bleibt außerhalb dieses exklusiven Clubs, obwohl einige voraussagen, dass zukünftige Fortschritte dies ändern könnten. Die Herausforderung besteht darin, echtes Empfindungsvermögen von geschickter Nachahmung zu unterscheiden. Die Technologielandschaft entwickelt sich weiter und mit ihr die ethischen Dilemmata im Zusammenhang mit KI.
Während Unternehmen mit dem verantwortungsvollen Einsatz von KI ringen, entfaltet sich das Drama und erinnert uns daran, wachsam zu bleiben. Wenn es darum geht, Maschinen von Menschen zu unterscheiden, was halten Sie von den ethischen Implikationen der KI? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Es warten noch viele weitere spannende Entdeckungsreisen auf uns. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die neuesten Videos aktualisiert werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.